Absolut. Und wir kommen zu einer sehr fragwürdigen Erziehungsmethode, natürlich aus den USA. Da werden Kinder öffentlich an den Pranger gestellt, ja, und fast schon gedemütigt, muss man sagen. Das ist ein Riesenthema aktuell in den sozialen Netzwerken. Amerikanische Kids werden gezwungen, ein Pappschild hochzuhalten. Darauf steht ihr angeblich schlimmes Vergehen. So, die Frage ist, ist das hier vorstellbar in Deutschland? Absolut, hoffentlich gar nicht. Wir haben trotzdem den Test gemacht, was passiert, wenn sich eben ein junges Mädchen auf die Straße stellen muss mit eben einem solchen Schild. Und sogar die Mutter war schockiert. Der Kinderpranger bei uns. Sehen wir bei uns auch bald Kinder mit Schildern auf der Straße, auf denen steht, ich haue kleine Mädchen oder ich habe mich auf meinem nagelneuen Autokindersitz erbrochen. Was hält Deutschland von diesem Trend aus den USA? Die selbstbewusste 13-jährige Jolina will das in Dortmund mit Unterstützung ihrer Mutter Melanie ausprobieren. Jolina kann normalerweise sehr viel einstecken und kann sich auch sehr gut zur Wehr setzen. Aber ich denke trotzdem, dass es für sie jetzt eine ganz unangenehme Situation sein wird. Wird vielleicht auch irgendwie schon lustig sein, wenn die einen so komisch angucken. Jolina findet es lustig. Sie bleibt erst einmal unbeeindruckt von der Aktion. Jetzt muss nur noch ein Vorwurf für den öffentlichen Pranger her. Du hast ja letztens mich so laut angebrüllt. Und das war dann draufschreiben, ich war zickig und habe meine Mutter angebrüllt. Bei mir auch. Jolina weiß, dass ihre Mutter zuschaut, glaubt aber, dass sie die Pranger-Erziehungsmethode kalt lässt. Was sagen andere dazu? Ich find's abartig. Weil das ist einfach nur eine Demütigung des eigenen Kindes. Finde ich ganz furchtbar. Das kann man den Kindern nicht antun. Also das ist so eine Bloßstellung, es geht nicht. Das ist schon schlimm, wenn man das mit Erwachsenen macht. Aber Kinder, die haben noch eine ganz zarte Seele. Da kann man das nicht machen. Für den Test will es Jolina trotzdem wagen. Aber schon nach 2 Minuten dreht sich ihre Stimmung komplett. Von wegen lustig. Die Blicke der Passanten tun ihr weh. Und Mutter Melanie hat auch ein ungutes Gefühl. Ich fühle mich nicht gut dabei. Ich möchte sie am liebsten dann da wegholen. Nach 4 Minuten sind wir kurz davor, das Experiment abzubrechen. Aber dann schreitet eine Passantin ein. Ja, warum machst du das hier? Als Strafe. Ist doch nicht dein Ernst. Schmeiß das Ding weg und erzähl deiner Mama, die hat einen Knall. Ich will mit meiner Tochter reden, gucken, was sie falsch gemacht hat, ihr das erklären und dann. Okay. Ja, aber nicht hier in Dortmund mitten in die Stadt. Kinder am modernen Pranger. Wir machen den Test, wie die umstrittene US-Erziehungsmethode in Deutschland ankommt. Doch bei unserem Versuch überschlagen sich die Ereignisse. Wir müssen schon nach 5 Minuten das Experiment abbrechen. Jolina, die Aktion eben noch lustig fand, ist plötzlich tränenüberströmt. Das ist natürlich auch doof, wenn die sich die ganze Zeit nach einem umdrehen und alles. Und man wünscht sich im Grunde einfach nur, weg zu können. Das ist scheiße einfach. Ich verstehe die Eltern nicht, die das machen. Also ich habe jetzt schon ganz schlechtes Gewissen, weil meine Tochter jetzt wirklich mit der Situation überfordert ist. Diplompsychologin Elke Eickmanns bewertet diese US-Erziehungsmethode und hat während unseres Tests auch unsere Lockvögel Jolina und Mutter Melanie begleitet. Ich habe ein völlig geschocktes Kind erlebt, ne, die gefühlt hat, wie es ist, tatsächlich bloßgestellt zu werden. Und unabhängig von dem, was sie gemacht hat, das, worauf sie reagiert, sind diese Emotionen, angesehen zu werden und bewertet zu werden. Ne, das ist natürlich für so ein Kind schockierend, weil es keine Mechanismen hat, es von sich fernzuhalten in dem Moment. Zuallererst, Jolina geht es wieder gut. Und zum Experiment ist Folgendes zu sagen. Hoffentlich setzt sich der perfide US-Erziehungstrend, Kinder öffentlich oder im Netz bloßzustellen, nicht bei uns in Deutschland durch.